Hallo, und da sind wir wieder. Wir gehen uns erstmal das Fragezeichen anschauen, was das ist. Wie kann ich denn hier wieder... Ah ja. Boah. Können wir denn schwimmen? Können wir unendlich lang schwimmen? Ich glaube, ne? Boah, das ist ja ultra nervig. Wir werden hier ganz schön auseinandergenommen. Ha? Können wir mit dem Vieh... Oh, das schauen wir uns nachher an. Wir schauen uns alles nachher an. Im Moment ist mir hier zu viel der Teufel los. Wenn das Bombardement mal rum ist, können wir immer noch weiterschauen. Als wir die Basis erreichten, war irgendetwas mit den Türen nicht in Ordnung. Abgefahren, du hast Bennys Generator freigeschaltet. Damit kannst du Gegenstände mit Strom versorgen. Gott sei Dank. Also ich muss sagen, es ist mir doch ein bisschen zu kindisch, das Spiel. Bis jetzt. Es kann natürlich noch besser werden, aber ich bin gespannt. Hier ist irgendwo noch ein... Endlich neuer Krempel. Charakterrelikt.
Da sind überall noch Leute mit Fragezeichen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal mit der Mission weiter und dann können wir immer noch schauen. Ah, damit kann ich fahren, okay. Da oben ist noch so ein Stein. Aber hier. Ah, hier müssen wir wieder so einen Generator bauen. Brauchen auf jeden Fall jede Menge Steine, aber ich glaube, die gibt es auch immer so nebenbei. Und hepp. Hallo. Leider waren wir nicht die Einzigen, die es in die Basis geschafft hatten. Offenbar hatten wir es mit ungebetenen Gästen zu tun. Ah, Moment. Nein, wir kommen da nicht hoch. Oh, Eisenbarts Stampfer. Damit kannst du Erdhaufen zerstören. Baue etwas und versuch's. Ja, wir versuchen es einfach mal. Aber es ist auf jeden Fall mehr erklärt wie gespielt. Ich hoffe, hier kommen auch noch Level. Und nicht nur so Open World. Kann man hier eigentlich auch speichern beenden? Ich hoffe es zumindest mal. Nein! Oh, wir haben ihn gekriegt. Naja, nur ruhig. Alter Mann, ist ja kein D-Zug. Okay, dann gehen wir mal aufs Dach. Batman interessiert's gar nicht, wer kennt's nicht. So, da bin ich. Bin da, wer noch? Oh nein, das ist einfach... Oh,
Das ist Einhorn Kittys Sprinkler. Mit diesem Gerät kannst du Feuer löschen. Wahnsinn. Ich bin jetzt nicht der Typ, der hier alles, jedes Spiel spielt, aber wenn ich mein Spiel kaufe, dann spiele ich es halt immer auch durch. Auch wenn es einem nicht gerade zusagt. Weil ich hier echt sagen muss, bis jetzt ist noch recht gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu den letzten Lego-Spielen. Aber okay. Wir schauen mal. Brauchen noch einen. Unsere einzige Hoffnung, das Alienschiff zu besiegen, war das Bettgeschütz. Jetzt nimmst doch mal schöne Formen an. Was ist das? Okay, dann. Natürlich war Batman wie immer sehr bescheiden. Aber sein Sieg war nicht von Dauer. Der dunkle Ritter war wohl nicht ganz auf der Höhe. Doch dann standen wir dieser mysteriösen Weltraumreisenden gegenüber, General Mayhem, die darauf bestand, unsere wildesten Anführer zu sehen. Sie war im offiziellen Auftrag der Königin Wasima Sivili, Herrscherin des Systar-Systems hier, mit der man sich besser nicht anlegen sollte. Besonders, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der so unberechenbar ist. Die Königin suchte nach den wildesten Anführern und Würdenträgern der ganzen Galaxis. Sie wollte sie für eine Art Zeremonie einspannen, die sie gerade organisierte. Was hatte sie bloß vor? Was war das für ein finsterer Plan? Das wollten wir lieber nicht rausfinden. Als wir uns also unserem neuen Feind gegenüber sahen, hatten wir keine andere Wahl, als die Stellung zu halten. In dieser Welt herrschte nun eine schmerzliche Wirklichkeit, die Emmett nur schwer akzeptieren konnte. Und er war beschämt darüber, dass er seine Freunde nicht retten konnte. Nachdem wir hilflos zusehen mussten, wie sie in ferne Welten verschwanden, war es nun unsere Mission, sie zu retten. Ja, ja, jetzt retten wir die Welt. Jetzt wird gerettet. Gerettet, gerettet. Super. Einwandfrei. Da würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.